Am Samstag war Arvin Petter wieder im Dreistellungswettbewerb bei der Deutschen Meisterschaft 2022 gefordert. Die gleiche Disziplin absolvierte sie bereits am Vortag mit dem gleichen Kaliber. Heute tauschte sie es aber gegen das Luftgewehr ein und schoss damit in der Luftgewehrhalle. Knien, liegen und auch stehend wurden jeweils 20 Schuss gefordert. Arvin gab auf den in Summe 60 Schüssen gerade einmal 16 Ringe her, erzielte also 584 von 600 möglichen und konnte sich im vorderen Drittel des Feldes platzieren. 194 Ringe erzielte sie dabei im knienden Anschlag, verfehlte das Maximum liegend um nur einen Ring, also 199 Ringe, und schoss stehend mit 191 Zählern aus. Teamkollegin Alissa Ott war wieder einmal das Maß aller Dinge. 599 Ringe, also ein Ring weg vom Maximum, bescherten ihr ein absolutes Top-Ergebnis und den zweiten Titel der Deutschen Meisterschaft. Der ging wiederum an die junge Ekelheimerin.